dass aus einem Landesausscheid der Freiwilligen Feuerwehr ein Schauspieler hervorgeht, ist nicht alltäglich, aber möglich. Und davon überzeugten sich etwa 600 Zuschauer bei der Vorpremiere des Films Sehnsucht auf der Waldbühne Gehren. Ein Traum für die Veranstalter, den noch taufrischen Verein dieser Spielstätte, die nicht enden wollende Besucherschlange. Wobei der Lokalpatriotismus wohl eine große Rolle spielte, denn der Hauptdarsteller, einer aus dem Dorf Gehren, Mülli, wie er von den meisten genannt wird, steht dabei für Andreas Müller. An die Eindrücke von der Berlinale erinnert er sich noch immer mit Faszination. Das war schon damals in Berlin, war schon Wahnsinn, das überhaupt da über diesen roten Teppich zu marschieren. Das ist schon gigantisch, überhaupt da ganze Publikum ringsum. Das ist schon eigentlich unbeschreibbar und unfassbar, dass man überhaupt als so, sag ich mal, Normalstabler hier darüber laufen darf. Ja, wie fing eigentlich alles mal an? Ja, damals beim Landesausscheid in Cottbus von der Feuerwehr aus, da haben mir zwei Mädels angesprochen, ob ich nicht mal Lust hätte, beim Filmcasting mitzumachen. Ja. Und mir einen Zettel in die Hand gedrückt und komme an der Cottbus zum ersten Casting. Ja, so. Und nun vor sozusagen personengebundenem Publikum das Ereignis der neuen Erfahrung. Andreas Müller ist einfach gespannt. Naja, ich meine, ein ganz großer Teil von denen sind alle hier und die sind alle ganz schön neugierig, was heute jetzt hier auf der Leinwand passiert. Das sind wir auch. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Premiere und dass der Film dann richtig gut läuft. Und vielleicht wird es einen Filmstar Andreas Müller geben aus Gern. Dankeschön. Danke, danke. Filmpartnerin Ella, im richtigen Leben Krankenschwester namens Ilka Welz, hatte auch einen etwas ungewöhnlichen Einstieg in die Filmbranche. Also ich habe damals meinen Freund begleitet. Wir waren eigentlich unterwegs gewesen, Weihnachtsgeschenke kaufen im Kaufhaus. Und dann wurde er angesprochen und zum Casting eingeladen für die männliche Hauptrolle. Und ich habe ihn zum Casting begleitet und da hat man mich dann gefragt, ob ich nicht auch an dem Casting mal teilnehmen möchte. Ja, und das habe ich dann halt gemacht. Erst bin ich gegangen, weil ich auch gedacht habe, naja, mal abwarten, wer will es. Und das schaffst du sowieso nicht mit deinen Diensten und so. Naja, und letzten Endes hatte dann mein damaliger Freund gesagt, ach Ilka, du hast ja eigentlich nichts zu verlieren, machst du einfach mal. Und da habe ich gedacht, okay. Sie verbindet mit dieser Aufgabe ganz eigene Überlegungen. Oh, für mich war das natürlich mal eine willkommene Abwechslung, ne? Weil es sehr kreativ ist. Ne? Und naja, ich habe dafür meinen Jahresurlaub genommen und unbezahlten Urlaub noch bekommen. Und das war wie, naja, meinen Abstecher in eine andere Welt machen so und auch mal zu sehen, wie entsteht eigentlich so ein Film, was steckt dahinter, wie wird es gemacht. Haben Sie sich das vorher vorstellen können, dass da so viel Kleinarbeit dahinter steckt und dass das so lange dauert? Nee, also ich hätte gedacht, dass die Nachbearbeitung kürzer ist, ja, und nicht so lange dauert. Wenn Sie nun nochmal vor dieser Entscheidung gestellt würden, würden Sie das nochmal sagen, ja? Ja, ich denke schon. Das ist immer so die Frage, ob der Arbeitgeber denn noch da mitspielt. Ne? Aber so mal richtig ernsthaft drüber nachgedacht, eventuell in die Schauspielerei abzudriften? Ich glaube, das ist ein ziemlich hartes Pflaster. Ja? Also davon zu leben, ist, denke ich, nicht so einfach. Ja? Also verlässt auch Ilka Welz nicht die Teppichkante und ist für den Moment begeistert von der Waldbühne. Wunderbar, fantastisch. Also ich bin auch der Meinung, dass dieser Film unwahrscheinlich gut in die Natur passt. Und dass der heute Open Air gezeigt wird, das freut mich ganz besonders. Der Medienrummel ist für Filmkind Sebastian ganz schön heftig. Und er denkt doch lieber an den nächsten Urlaub. Also ich fahre nach Norwegen im Urlaub. Wir sind angeln gefahren. Also wir haben ein Motorboot. Sehnsucht war eine weitere Herausforderung der Regiedebütantin Valeska Griesebach, die im Gehrener Premieren-Mitveranstalter Fred Bauer einen Superpartner gefunden hat. Einer muss schuld sein, warum es heute hier in Gehren stattfindet. Fred, und das warst du. Das war ich. Und wie funktionierte sowas? Na, ich habe zu Valeska gesagt, der Film muss seine Premiere auf der Waldbühne Gehren erleben. Und hat Valeska gesagt, das kriegen wir hin. Wieso alles mit Leidenschaft? Das war plötzlich ganz richtig für die Geschichte, weil ich das irgendwie interessant fand, dass man auch einfach mal in einer Geschichte irgendwie Leute spielen sieht, die man nicht von vornherein mit Film und Fernsehen verbindet und auch vielleicht um so ein Bild dafür zu finden, dass jeder Mensch der Held einer Geschichte sein kann und der Held seiner Lebensgeschichte ist. Ja. Der Weg auf den Regiestuhl ist schon sehr anstrengend. Dann bewirbt man sich an einer Filmhochschule und wird Filmstudentin.
Und dann fragt man sich, okay, da steht jetzt auf der Verpackung Filmstudentin drauf, aber was ist denn da drin? Und da muss man sich ein paar Jahre damit beschäftigen, was man eigentlich gern für Filme machen möchte. Und ja, und dann irgendwann kommt man dann da raus und dann versucht man sein Glück. Und das wievielte Projekt war es? Das ist mein zweites Projekt. War die musikalische Seite auch sehr gefragt? Naja, das war ja eigentlich der Einstieg, wie wir uns kennengelernt haben. Gab keine Freigabe für den Song Feel von Robbie Williams, weil die Künstler müssen ja mal zustimmen, dass ihre Werke verwurstet werden. Und hilfesuchend kam Valeska dann auf mich zu, über unseren Mülli, der sagte, ich kenne da jemanden, der kennt sich mit Musik aus. Dann haben wir eine Nacht verbracht auf der Suche nach Ersatztiteln. Richtig was Interessantes ist uns nicht eingefallen. Und dann, weiß ich nicht, dann plötzlich, was war dann? Plötzlich kam ein E-Mail aus London und da stand dann nur drin, it's okay. Und dann waren wir alle ganz glücklich. Der Ufergong kündigte den Beginn des Streifens an, dessen Geschichte sich rasch erzählen lässt. Auf dem Weg zu einem Auftrag leistet der selbstständige Schlosser und Feuerwehrmann erste Hilfe bei einem für die Beifahrerin tödlich verlaufenden Verkehrsunfall. Ich bin vorbeigekommen und dann habe ich das Auto stehen sehen. Die Frau, die war ich zuerst, wollte ich zuerst helfen, die lag die schon halb draußen. Dann bin ich so für diese rübergefahren und da war schon kein Puls mehr dafür. Das Erlebte versucht er mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Ella aufzuarbeiten und wird später noch einmal bei einem Feuerwehrlehrgang für sein umsichtiges Handeln gelobt. Diese Fortbildung lässt ihn aber auch eine andere Frau kennenlernen und stellt seine Gefühlswelt auf den Kopf. Das Durcheinander der Emotionen verkraftet er nicht und verursacht eine Kurzschlussreaktion, die der Filmheld zum Glück überlebt und mit einer der beiden Frauen doch noch glücklich werden lässt. Der Film lebt dominierend von Gestik, Mimik und stillen Sequenzen. Das gesprochene Wort wird sehr sparsam eingesetzt und trotzdem ist die Handlung nachvollziehbar. Vielleicht ist gerade deshalb schon bemerkenswert, dass dieses Filmprojekt ausschließlich mit Laiendarstellern zu diesem Ergebnis führte und wertvolle Preisnominierungen auf der diesjährigen Berlinale erhielt. Vor der Premierenparty in der Kühle der Nacht stellte Fred Bauer die angereisten Akteure vor. Und Regisseurin Valeska Griesebach bedankte sich beim Publikum. Ich bin gekommen, so Castingbänder, und habe so eine Kassette eingeschoben und dann saß da plötzlich in einem Interview Andreas Müller und plötzlich war ich hellwach und von da aus bin ich und mit Andreas habe ich dann ja auch, hinter Andreas steht ja auch ein ganzes Dorf, Gehren, kennengelernt. Das hat mich echt beeindruckt. Also das erste Mal hier war ich beim Fasching und irgendwie einfach, dass da so eine Gruppe von Leuten so zusammenhält, fand ich irgendwie super. Sie erhielt ein persönliches Dankeschön von Markus, dem Nachbarsjungen im Film. Andreas Mülli Müller beschränkte sein Statement auf einen entscheidenden Satz. Ich mache das jetzt erstmal ganz einfach. Es gibt nur 50 Liter Freibier. Im September kommt der Streifen Sehnsucht in die Kinos.